Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 5. Februar hier eben im GFT-Devisenradar. Und wir wollen uns heute, wie Sie unschwer erkennen, dem britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen zuwenden, der hier saisonal betrachtet vor einer ganz interessanten Phase steht, also hier insofern einen interessanten Eindruck erweckt bezüglich der kurzfristigen Bewegung. Wenn wir gleich, wie hier sehen, im Februarverlauf wird sich das Ganze mehr oder weniger dann doch wieder in Richtung Süden entwickeln, und das spiegelt auch exakt die aktuelle Intensität bzw. die aktuelle Bewegungsformation der letzten Tage wieder. Und da schauen wir direkt mal auf den Tageschart vom britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, der auch als Beast bezeichnet wird. Und hier eben sehr schön zu sehen, dass wir gut mit dem Tief hier von Mitte Januar und der Erholung hier mehr oder weniger ja, die definierte Seitwärtsrange vor uns liegen haben. Nach der starken Aufwärtsbewegung zum Ende des letzten Jahres, hier eben mitsamt auch meinem Verlaufshoch, gestaltete sich der Dezember schwierig. Und jetzt eben die vorliegende Range, die ich jetzt hier mal mit diesem Rechteck einkreise. Und hier auf der Unterseite sehr schön zu sehen, dass wir hier eine Art ja, Dreifachboden haben, der dem Preis selbst, wie gesagt, durchaus einen gewissen Charme verleiht. Und da gilt es jetzt eben darauf zu achten, wie sich der Preis verhalten wird, wenn wir jetzt hier eben im Bereich der oberen Range ankommen. Also wenn wir hier konkret die Marke von, da stehen wir ja kurz drunter, hier Bereich 179,10, 179,15, das Level hier eben nach oben hin touchieren. Das wird ganz spannend sein zu bewerten, ob es hier dann eben den Ausbruch gibt, der dann auch für die nächsten Tage beflügeln dürfte, oder eben ob wir hier wieder im Range-Verhalten uns nach unten orientieren. Tatsache ist, wenn wir hier den Oszillator hinzuschalten, dass wir hier als Beispiel jetzt den RSI in der 14er Periodeneinstellung bereits positive Divergenzen sehen. Also hier die Verlaufstiefs und auch das Tief hier vom 3. Februar wurde unlängst nicht mitgemacht, nicht mit abgearbeitet. Und das spricht natürlich hier grundsätzlich für eine positive Tendenz, die jetzt erstmal einen Eindruck vermittelt, dass wir hier nach oben ausbrechen könnten. Heute von der Range her sehr, sehr übersichtlich bislang. Auch Trendmomentum lässt sich bislang vermissen. Wir haben hier mit dieser Tageskerze heute 81 Pips bislang zurückgelegt. Das Paar aufgrund der Wolle der letzten Zeit aber hier in der Region 170, 180 Pips anzusehen. Also das heißt, heute sollte hier durchaus noch was gehen können und möglicherweise eben hier mitsamt Anlauf nach oben. Schauen wir daher kurz auf den Wochentag. Der bestätigt das nicht ganz. Neben dem, dass wir zwar eine bullische Saisonalität haben, vorausliegend ist es aber so, dass wir hier am Donnerstag statistisch ganz klar den schwächsten Handelstag haben mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Also insofern kein gutes Vorzeichen. Man beachte auch hier noch, dass wir die News haben, die heute hier reinkommen. 13 Uhr wieder der Zinsentscheid. Da wird allerdings hier mit wenig Veränderung gerechnet. Also insofern dürfte es keine Überraschung geben. Aber grundsätzlich heute wohl eher ein Tag, auf dem man nicht jetzt zwingend rein statistisch auf einen Ausbruch zählen sollte. Dennoch die Tendenz ganz positiv, und es gilt eben hier, machen wir die Statdaten mal weg, wenn wir hier einen Tagesschlusspreis über 179,30 vollziehen, 179,50 vielmehr noch, dann wäre hier durchaus Potenzial bis in den Bereich 184/187 Yen denkbar, wenn es eben hier den Ausbruch nach oben gibt. Ansonsten hier durchaus damit rechnen, dass wir im Bereich von 179, 179,15 eine Umkehr wieder erfahren und nach unten pendeln. Und da gilt es natürlich hier, konträr des Ausbruchs nach oben, unten dann genau auf dieses Level hier zu achten, die Zone um 176 Yen. Da muss sich der Preis stabilisieren, da muss er definitiv hier nochmals nach oben abdrehen, da, wenn es hier einen Ausbruch unter 176 Yen per Tagesschluss gibt, ja, da muss man sich hier ganz klar auf einiges einstellen. Und das heißt, hier Niveaus um 170, 169 Yen würden mich in dem Kontext nicht überraschen, wenn der oder das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, The Beast, auch nach unten wegbricht. Das kann natürlich gut passieren. Schauen wir uns noch kurz den Stundenchart an. Alles ist möglich, wie immer an den Märkten. Da sehen wir hier heute ja, die Erholung von den Tiefs der Asia-Session.
Jetzt pendeln wir hier aktuell so um den Daily Pivot Point herum. Nach oben hin haben wir hier beim Resistant Level 1 179,06 auch die gestrigen Hochs vom Nachmittag. Also da müsste er sich hier schon rüber rausschrauben, um hier tatsächlich Momentum nach oben zu entfalten. Wenn man hier noch ein Stück weiter zurückgeht, kommen wir auch hier in den Bereich der oberen Range. Also wir haben hier oberhalb von 179, 179,15 eine ganz klare Widerstandszone. Ich will noch gar nicht weiter zurückgehen. Sie kennen den Chart. Also insofern aufpassen, was da in diesem Bereich passiert, wenn wir uns da nach oben rausschrauben. Kommt allerdings der heutige statistisch schwache Tag zum Tragen, dann wird es gerade hier im Stundenchart interessant, wenn wir hier eben die letzten Local Lows miteinander verbinden haben. Wenn wir hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der hier torpediert wurde von diesem kurzfristigen Abwärtstrend, der grundsätzlich jetzt schon aufgegeben wurde. Also insofern leicht positive Zeichen, aber so eine Trendlinie macht natürlich noch kein starkes Momentum. Insofern gilt es mal abzuwarten, ob wir uns heute tatsächlich auf neue Tageshochs schrauben können. Gelingt dies also hier speziell oberhalb von 178,55, dann haben wir hier durchaus noch einige Pips gen Norden zu erwarten bis zur Widerstandszone. Andernfalls, wenn wir uns hier nicht über den Pivot Point absetzen können, achten Sie auf die Kerze der Vorstunde hier 177,90 rund. Wenn wir da drunter gehen, wäre die Trendlinie gebrochen. Hier ist zwar auch noch der EMA 100 in Form der blauen Linie, aber dann könnte es eben hier statt nach oben durchaus zum Support Level 1 gehen. 177,37 rund oder dann eben sogar noch eine Etage tiefer 176,63. Das wären sozusagen mal die Tendenzen. Britisch Pfund, japanische Yen, The Beast in jedem Falle im Auge behalten. Das Paar ist interessant, bleibt interessant und insofern gibt es da immer wieder mal Möglichkeiten hier sowohl auf Swing Trading Basis, aber auch natürlich auf Trend Basis, wenn wir hier einen Ausbruch sehen, aufzuspringen. Das Paar in jedem Falle interessant. Abschließend, wie immer, die oder wie häufig, das wissen Sie ja ohnehin schon, die Hinweise in Sachen Risikohinweis und Haftungsausschluss. Es sind natürlich alles nur Marketinginformationen für Sie und keine Anlageempfehlungen. Ich wünsche Ihnen dennoch bei allem, was Sie tun, viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Sie später zum JFD Live Trading TV oder spätestens dann auch morgen zum nächsten Devisenradar wieder einschalten. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.